Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute geht es um Black Adam, einen neuen DC-Superheldenfilm mit Dwayne The Rock Johnson in der Hauptrolle, der ursprünglich bereits im Dezember 2021 in den deutschen Kinos anlaufen sollte. Durch die Pandemie immer wieder verschoben wurde, nun ist er wirklich angelaufen und es verbleibt die Frage, ob sich das Warten gelohnt hat. Okay, let's face facts. Vor 5000 Jahren wurde aus dem Sklaven Teth Adam ein gottgleiches Wesen, das das Volk von Kandak vor einem rücksichtslosen Monarchen beschützte. Danach verschwand Teth Adam jedoch und erst die Forscherin Adriana Thomas stößt wieder auf seine Spuren, als sie ein dämonisches Objekt bergen will. Es bleibt jedoch fraglich, ob Teth Adam das moderne Kandak überhaupt beschützen will oder lieber alles in Schutt und Asche legt. Wenn ihr euch als DC-Hardcore-Fans beschreiben würdet und ihr einfach Action-Bombast und Dwayne The Rock Johnson mögt, daran ist nichts verkehrt, lasst euch den Spaß nicht verderben, ihr bekommt in diesem Film wahrscheinlich das, was ihr erwartet und könnt es genießen. Allerdings würden wir euch empfehlen, an dieser Stelle dann das Video hier abzuschalten, denn unsere Meinung zu dem Film wird euch höchstwahrscheinlich nicht gefallen. Denn für uns war Black Adam eine echte Enttäuschung. Und selbst unter den DC-Filmen, die ja ein sehr breites Qualitätsspektrum haben, ja, befindet sich Black Adam eher in den unteren Reihen der Qualität. Denn zunächst einmal hat man sich in Black Adam durch ewige Expositionsmonologe zu kämpfen. Also die Background-Story von Kandak, die Krone von Sabak, Ethereum, dann der Thron, der später eingeführt wird und eine wichtige Rolle spielt, werden dem Zuschauer hier quasi in Vorträgen präsentiert. Aber es ist immer viel eleganter, wenn das Verständnis für diese Objekte und die Welt beim Zuschauer dadurch geweckt wird, dass man wirklich eine Geschichte erlebt. Und das ist bei Black Adam nicht der Fall. Im Wesentlichen ist es eine Abwechslung aus Exposition, Actionszene, Exposition, Actionszene, Exposition, Actionszene. Und dazwischen immer, ja, eine monotone Stimme, die einen von Actionsequenz zu Actionsequenz führt. Und das wird nach 2 Stunden Lauflänge irgendwann extrem ermüdend. Und auch die zentralen Themen des Films, wie zum Beispiel wann Gewalt notwendig ist oder wie Gewalt überhaupt in die moderne Welt passt oder was einen Helden ausmacht, werden in diesem Film höchstens angekratzt. Ich finde sogar, dass die Background-Story von Teth Adam echtes Potenzial hat, aber die Art, wie sie erzählt ist und die 3 Gesichtsausdrücke, die Dwayne The Rock Johnson hier in diesem Film zeigt, reichen einfach nicht, um echte Emotionen zu transportieren. Dwayne The Rock Johnson ist halt Dwayne The Rock Johnson. Also wenn man Fan von ihm und seinem Stiernacken ist, dann lohnt sich vielleicht der Kinogang alleine deswegen. Er ist ja auch ein sympathischer Kerl, auch abseits der Filmbranche. Was man aber nicht erwarten darf, ist hier großes Schauspiel. Also sowas wie zum Beispiel Robert Downey Jr. leistet, der das Superheldentum kombiniert mit wirklich gutem Schauspiel, mit einem echten Charakter, das hat Black Adam auf keinen Fall. Also es ist eine sehr flache Darstellung, es ist eine sehr eindimensionale Darstellung mit einem auch sehr, ja, simplen Drehbuch, kann man sagen. Ich hatte allerdings trotzdem ein überraschendes Highlight in dem Film und das ist die Justice Society of America. Es hat mich selbst überrascht, aber die Charaktere Cyclone, Adam Smasher und auch Pierce Brosnan als Dr. Fate haben mir dann doch ein bisschen Spaß gemacht und von denen hätte ich tatsächlich am ehesten noch mehr sehen wollen. Was die Produktion angeht, Black Adam liefert das übliche, recht generische CGI-Gewitter in den Actionsequenzen, das stellenweise okay aussieht, aber in manchen Szenen auch einfach die Künstlichkeit von der Leinwand herausschreit. Und langsam ist man nach der 500. CGI-Superhelden-Action-Szene der Sache wirklich überdrüssig. Was die Musik angeht, gibt's auch eine Sache, die mich wirklich gestört hat. Denn es wird hier in fast jeder Szene ein sehr epischer, aufbauender Soundtrack benutzt, um auch ganz normale Dialoge zu unterlegen. Und durch diese inflationäre Nutzung der Musik wird genau das Gegenteil von dem erreicht, was man eigentlich durch so epische Musik erreichen will. Wir kommen also zu dem Fazit, wenn man kein Riesenfan von Dwayne The Rock Johnson ist oder vielleicht von der Figur Black Adam, lohnt hier kein Kinogang und der Film taugt höchstens was für einen müden Sonntagnachmittag auf dem Sofa. Von der Seite von Filmpalava gibt es 2 Sterne für Black Adam.